Ja, hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja. Tesla News KW 37 2022 oder vielmehr Elektroauto News KW 37 2022. Ja, die Zeit rennt und ja, ihr habt drauf gewartet. Ich weiß, zwei Wochen lang musstet ihr auf meine News verzichten. Ich hoffe, es war zu ertragen. Ja, ich war wieder mal im Urlaub, ja, habe zwei Wochen deswegen keine News gemacht. Ich hatte die zwei Videos hochgeladen, einmal das mit dem BMW, ja, was ein bisschen nicht so ein schönes Video war, aber ich sag mal besser wie keins. Und ich fand es doch ganz interessant stellenweise. Und natürlich das andere Video davor über das Model Y, was ich damals Probe gefahren habe. Und wo ich die Probefahrt gemacht habe, ja, da gab es ja das Standard-Range-Modell, war noch nicht bestellbar, jetzt ist es bestellbar. Aber das ist nicht mein Thema, heute geht es um die News. Und ich habe 10 Punkte. Haltet euch fest, 10 Punkte. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, einerseits mein Dankeschön an die, die so lange warten mussten auf die News. Andererseits natürlich sind da so ein paar Themen dabei aus der Vergangenheit, wo ich die zwei Wochen jetzt nicht da war, wo ich mal drüber reden möchte. Ja, und dann ist es so schwer, was wegzulassen, ein Thema wichtiger zu nehmen als das andere. Ich finde die alle hier ganz interessant und ein Thema wird vielleicht schneller gehen, anderes wird langsamer gehen. Aber ich sage mal, richtet euch mal ein, in eine Stunde wird es bestimmt dauern. Und ihr könnt das ja vorspulen, ich werde die Sprungmarken unten reinmachen. Dann könnt ihr also den Themen hinspulen, wo ihr wollt. Und wer aber Lust hat, mal ganz gepflegt, mir zu lauschen, der lehnt sich einfach zurück, macht sich ein Teechen, ein Bierchen oder was immer auch gerne trinkt, gerne auch einen Kaffee oder sonst was. Ja, und macht sich's gemütlich und lauscht einfach mal. Und schreibt gerne mal einen Kommentar, wenn er denkt, nee, da hat der Chris nicht recht. Oder er sagt, ja, da sehe ich genauso, da hast du recht. Oder irgendwelche anderen Ergänzungen. Gut, ich das lange rumlabere, würde ich sagen, fangen wir mal an, welche Themen habe ich heute? Ich habe Nummer 1, E-Autofahren in Frankreich, denn ich war mal wieder in Frankreich zwei Wochen. Es ist wirklich ein sehr schönes Land, ich war das zweite Mal da und so ein paar Sachen, die ich da erlebt habe, möchte ich mal kurz darüber berichten. Ja, dann Nummer 2, E-Autos für alle. Frankreich will einen Leasingplan einführen für alle Bürger Frankreichs, fand ich ganz interessant. Habe ich gelesen, wo ich in Frankreich war, denke ich, musste mal darüber berichten. Dann Nummer 3, Tesla stoppt Batterieproduktion in Deutschland, also es sieht so aus danach, es ist noch nicht final, aber ja, das wollen wir mal kurz beleuchten, mal kurz drüber reden, dann E-Auto richtig laden, habe ich noch einen neuen Beitrag gefunden, wie lädt man ein E-Auto eigentlich richtig und ich habe ja nun schon 3 Jahre Erfahrung mit E-Auto laden und schauen mal rein, was haben die geschrieben, wie deckt sich es mit meiner Erfahrung, wie sehe ich das. Dann Nummer 5 hat mich Quantum E gebeten, sagte mal was zur Steinschlagfolie, wie nützlich findest du die? Ich kann nicht viel dazu sagen, aber auch da kann ich einen kurzen Senf dazu geben. Dann Nummer 6, E-Auto, das Ende der Reichweitenangst. Endlich, wir E-Autofahrer werden, ja, zumindest Tesla-Autofahrer, ich kann für die anderen Großen nicht reden. Reichweitenangst gibt es ja nicht. Ja? Also die länger E-Auto fahren, die wissen das schon längst. Ja, dann Nummer 7, Tesla Model Y, leicht zu stehlen. Eigentlich auch nichts Neues, aber doch mal ganz interessant. Ja, und dann die Batterieentwicklung. Immer schneller. Ich habe da einen sehr interessanten Artikel gefunden, der mal so die verschiedenen Batteriemodelle beleuchtet, was genau da anders ist. Fand ich auch sehr interessant. Gucken wir mal rein. Dann bin ich schon bei Nummer 9. Tesla demontiert die Konkurrenz. Ja, die eilen den davon mit den Zulassungen. Es ist Wahnsinn. Im August schauen wir auch mal rein. Ja, und dann der letzte Punkt. Neue Autopilot-Hardware. Also es geht nicht nur darum, die Hardware an sich zu erneuern, sondern auch neue Kameras einzubauen. Also ihr seht, Tesla ist immer noch weit davon entfernt, autonom zu fahren. Jetzt haben sie festgestellt, nee, wir brauchen nicht nur einen vierten neuen Prozessor, wir brauchen auch andere Kameras. Ja, auch da gucken wir mal ganz kurz rein. Ja, und das sind die 10 Punkte. Wenn euch interessieren, bleibt dran. Bis nach dem Intro, bis gleich. Ja, dann sage ich mal, willkommen zurück. Ich habe mir die Uhr gestellt, noch 13 Sekunden, dann kann ich hier den Teebeutel rausnehmen, dann sind 5 Minuten um und dann werde ich hier den leckeren Tee immer mal zwischendurch trinken, weil man kriegt da auch einen trockenen Mund, wenn man so lange redet. Ja, und da fange ich mal an mit dem ersten Punkt, nämlich E-Autofahren in Frankreich. Ja, da haben wir schon soweit. Ja, ich war wieder mal in Frankreich und zwar in Südfrankreich und es ist wirklich ein schönes Land, ich kann es wirklich sehr empfehlen und ich war ja dieses Jahr schon mal in Frankreich, da war ich quasi an der Côte d'Azur, das ist rechts von Marseille, was ich ein bisschen auskenne in Frankreich. Jetzt waren wir links von Marseille, das heißt, es ist diese, also auch Südfrankreich natürlich,
Montpellier ist dort so eins der größten Städte da unten, auch eine sehr schöne Stadt, kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja, und das Land zieht sich so bis zur spanischen Grenze. Das nennt sich, glaube ich, Occitanien oder Occitanien, irgendwie sowas in der Richtung. Wer sich auskennt, der wird es wissen. Ja, und ich bin da nun, habe da Urlaub gemacht, das zweite Mal in Frankreich, und ich bin, wie gesagt, nur ein reiner Tesla-Lader. Ihr wisst ja, ich habe noch mein Guthaben bei Tesla bis April nächsten Jahres, und es ist ja Quatsch, woanders zu laden, sodass ich immer dort lade. Also ich habe an der Ferienwohnung was zum Laden, hatte ich aber in dem Fall nicht. Ja, okay, ich habe mal so mir vier Notizen gemacht. Ja, als erstes, was mir aufgefallen ist, und ihr wisst ja, dieser LFP-Akku hat ja wirklich eine enorme Reichweite. Also man kann bis 100% laden, was ich übrigens immer gemacht habe. Und dadurch ist die Reichweite natürlich schon länger geworden. Und dann ist der Akku noch ein bisschen größer. Und ich finde auch sehr effizient, zumindest bei diesen Temperaturen. Wir hatten so, ja, im späten Nachmittag bis 31 Grad. Ansonsten zum frühen Morgen so 20 Grad. Also ich sage mal, idealen Akkutemperaturen. Ja, und so habe ich festgestellt, ja, wir haben ja inzwischen Stopp gemacht. Das heißt, wir sind auf zurück quasi in der Nähe von Montpellier losgefahren, haben in Colmar einmal nochmal übernachtet und sind von Colmar dann nach Deutschland gefahren, hier nach Halle. Und wer auch Colmar kennt, weiß, dass das eine sehr schöne Stadt ist. Ich war da schon mal und dann haben wir gesagt, machen wir nochmal einen Stopp dort, gucken uns mal ein bisschen abends die Stadt an und fahren dann den nächsten Tag nach Hause. Ja, und da habe ich festgestellt, dass für diese gesamte Strecke, ja, von Colmar bis nach Halle sind so um die 600 Kilometer, ein bisschen mehr wie 600, glaube ich, habe ich nur zwei Ladestopps gebraucht. Ja. Jetzt überlegt mal zweimal, selbst wenn die zwei Stopps eine halbe Stunde sind, ja, ich habe das jetzt nicht dokumentiert, habe es nicht aufgeschrieben, ja, aber das ist doch nichts, ja. Ich meine, einmal ist eine Pause, wenn man was isst, was trinken, mal auf Toilette gehen muss, ja. Und das zweite Mal kann man nochmal auf Toilette gehen, was auch immer, oder ein Eis bei McDonald's essen. Da vergeht die Zeit ganz schnell und ja, das ist doch eigentlich gigantisch für diese Strecke, ja. Und so habe ich auch festgestellt, und ich bin in Frankreich wirklich nicht langsam gefahren, ja, also ich weiß, in Frankreich ist nur 80 km/h, manchmal 90 auf den Landstraßen erlaubt, aber die Franzosen, die fahren, als ob es keinen Morgen gibt. Also wer sagt, nur die Deutschen sind Rennfahrer? Nein, auch die Franzosen sind Rennfahrer. Und die Polizei blitzt aber auch sehr stark. Die passen wirklich auf, also muss man wirklich aufpassen. Ja, also ich habe mich da quasi dem fließenden Verkehr so angepasst. Ja, und Frankreich hat da unheimlich viele Kreisverkehre. Und das nicht so wie hier, man hält an, schaut und wartet, bis wirklich alles frei ist und fährt dann rein. Nein, man fährt so Zahnrad mäßig rein. Also auch wenn jemand von links kommt, beschleunigt man stark und schert noch kurz vor dem Kreisverkehr ein. Irgendwann fährt man selber so. Ansonsten hat man quasi verloren. Ich will damit sagen, ich bin zügig gefahren in Frankreich, auf den Landstraßen zügig gefahren. Und ja, ich habe trotzdem 370 Kilometer konnte ich fahren bis zum nächsten Laden. Ja? Also das ist doch absolut genial. Ja? Also für das Standardmodell. Und ich weiß, es sind 400, noch mehr sind angegeben, ja, ganz offiziell. Die erreicht man sowieso nicht. Darf man nicht vergessen, ich rede hier nicht von 100 bis 0. Ja? Also ich rede hier, ja, von 100 vielleicht schon, aber dann vielleicht bis 20%, ja, oder vielleicht einmal bis 18 oder bis 23%, ja. Also die 400 Kilometer sind ja ohne Probleme drin, ja, und das bei der ganz normalen, zügigen Fahrweise eben auf Landstraßen, ja. Ja, und da war ich natürlich auch begeistert, ja. Ja, und dann der zweite Punkt, fahren in Frankreich, hatte ich ja gerade erwähnt, ja. Die Franzosen fahren, es gibt keinen Morgen mehr und entweder macht man mit oder man hat gnadenlos verloren. Ja, egal, ob es ein Transporter ist oder ein Auto, ein PKW ist, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, und dann habe ich dort auch zum ersten Mal gesehen, Fremdfahrzeuge an Tesla-Ladestationen. Ich weiß, auch in Deutschland wird wieder, glaube ich, 10 Ladeorte geöffnet für Fremdfahrzeuge, aber ich habe noch nie einen stehen sehen. Dort habe ich, weil ich mal einblenden, habe ich, glaube ich, ein Opel stehen sehen, der dort geladen hat am Supercharger. Auch daran muss man sich gewöhnen, genauso wie ich natürlich auch immer öfter Tesla sehe an anderen Ladestationen, nicht bei Tesla selber. Ja, Tesla ist leider mittlerweile ziemlich teuer geworden. Ja, das nur mal so als kurzer Hinweis, meine Erfahrung in Frankreich und ja, Reichweitenangst, ja, gibt es ja im Grunde nicht und in Frankreich schon gar nicht. Ja, das zum ersten Punkt. Wir kommen zum zweiten Punkt. E-Autos für alle. Frankreich will Leasingplan für alle einführen. So, dann schauen wir mal hier rein. So, dann haben wir hier E-Autos für alle. Frankreich möchte Leasingplan für 100 € im Monat einführen. Und ich sage mal, 100 € ist ja wirklich sehr, sehr wenig für ein Elektroauto. Klar, man weiß nicht, welches Auto das ist. Es wird nicht gerade das teuerste Luxusauto sein. Ja? Für nur 100 € im Monat können französische Bürger wohl schon bald ein E-Auto leasen. Das ist eine Meldung vom 31.08., also nicht mehr ganz so neu, von Digital Pioneers. Finde ich auch eine ganz interessante Seite eigentlich.
Wenn wir da mal reingucken, Frankreich arbeitet zurzeit an einem Plan, der Elektroautos weiter subventionieren soll. Und das ist auch ganz interessant. Ja, viele regen sich ja auf. Ja, das ist eine Schweinerei, dass hier in Deutschland so hohe Subventionen für E-Autos gezahlt werden. Die müssen abgeschmolzen werden. Werden sie jetzt ja auch im nächsten Jahr. Aber andere Länder, die machen das genauso oder noch sogar viel mehr. Und ich werte das jetzt nicht. Ja, ich sag's einfach mal nur. Und das ist interessant. In dem Artikel kann man auch mal lesen, wie die Förderung in Frankreich aussieht. Ja. Ja, der Plan sieht vor, dass Bürger Elektroautos für 100 Euro im Monat leasen können. Dazu merkt der Minister an, dass das weniger Geld sei, als die meisten Menschen im Monat für Benzin oder Diesel ausgeben. Ja, ich sag mal, das ist keine große Kunst. Ja, was sind heutzutage noch 100 Euro für Benzin oder Diesel? Das ist ja ein Witz mittlerweile. Gerade jetzt hier in Deutschland, ja, Spritpreise 2 Euro, 2,20, ihr wisst das ja selber. Übrigens ganz interessant, in Frankreich waren die Spritpreise bei 1,50. Ja, also wir reden von voriger Woche. Nicht ohne Grund sind auch viele nach Frankreich gefahren, die in Grenznähe wohnen und haben dort getankt. Ja, und dann sieht man mal, dass da stimmt doch irgendwas nicht. Also, aber das ist nicht mein Thema heute. Ja. Ja, momentan prüft die Regierung, wie schnell sie den Plan umsetzen kann und ob überhaupt genügend Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Da haben wir schon die erste Krux an der Geschichte. Dann schreiben sie, momentan werden E-Autos mit 6.000 Euro subventioniert. In Frage kommen dafür Autos, die weniger als 47.000 Euro kosten. Außerdem ist hier noch etwas mehr drin, wenn Bürger ihren Verbrenner für ein E-Auto eintauschen. Also wir halten fest, 6.000 Euro, das Fahrzeug darf maximal 47.000, muss unter 47.000 Euro kosten. Und es gibt noch was obendrauf, was auch immer steht nicht hier, wenn man seinen Verbrenner gegen ein E-Auto tauscht. Und das macht ja am Anfang jeder mal, ja. Ich nur nicht mehr. Ja, und das ist doch auch, finde ich, eine ganz schön krasse Förderung, ja. Das ist auch schon ein ganz schöner Batzen Geld. Ja. Ja, und dann schreiben sie hier, in diesem Jahr waren rund 12% der Neuwagenkäufe in Frankreich elektrisch. Ja. Allerdings ist es der französischen Regierung am liebsten, wenn die Bürger komplett aufs Auto verzichten. Ja, den Eindruck hat man hier auch in Deutschland. Ja. Und so schreiben sie eben hier, dass es dort, wo seit Ende des Jahres, letzten Jahres eine neue Gesetzgebung gibt, die Werbetreibende dazu verpflichtet, umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu empfehlen. Ich weiß nicht, wie man das vorstellen kann. Ich meine, ich bin jetzt ein Autohersteller, ich mache jetzt Werbung für mein neues Modell und muss dann in dieser Werbung aber schreiben, aber Leute, kauft das Auto nicht, fahrt lieber mit umweltfreundlicheren Autos. Oder natürlich, fahrt mit meinem Auto, umweltfreundlicher geht's nicht. Ja, ich weiß nicht, ist eine ganz interessante Geschichte und ich kann ja sowieso kein Französisch und selbst wenn da was käme, könnte ich es nicht verstehen. Ja, demnach muss eine Autowerbung darauf hinweisen, dass man kurze Strecken auch zu Fuß oder das Rad nutzen kann. Das ist ja ein Ding, das ist mir auch völlig neu. Also bin ich echt froh, dass das mal beworben wird, weil ich meine, wer wäre auf die Idee gekommen, kurze Strecken zu Fuß zu laufen, ja, oder gar das Fahrrad zu benutzen. Ja, also das ist natürlich totaler Humbug in meinen Augen, totaler Quatsch. Ja. Außerdem sind Sharing-Möglichkeiten eine weitere Option. Ja, das stimmt. Die Werbung muss zudem empfehlen, dass die Bürger im Alltag öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Ein Gesetzentwurf plant, 2.500 Euro zu zahlen, also wieder eine Förderung, wenn Bürger ihr Auto mit Verbrennungsmotor für einen Pedelec eintauschen. Also ihr seht, auch in Frankreich passiert da was und ich finde das echt eine coole Geschichte hier. Ja, also wer das wirklich die Möglichkeit hat, der sagt, nee, Moment mal, ich wohne in der Stadt oder ich wohne stadtnah, ich habe auch Nahverkehr bei mir in der Nähe und das ist auch noch bezahlbar und günstig, kommt dann noch dazu. Ja, warum denn nicht ein Pedelec kaufen und dann noch Geld bekommen und sein Auto verkaufen? Ja, finde ich echt eigentlich eine gute Geschichte, da wo es natürlich funktioniert. Ja, als ihr seht, in Frankreich tut sich auch was. Inwieweit das nun jetzt wirklich schon fortgeschritten ist, wie gesagt, die Meldung ist schon vom Ende August, das weiß ich nicht, aber die Idee finde ich ganz interessant mit diesem Leasingplan. Aber ob das funktioniert, wird dann die Zeit zeigen. Ja, ich würde sagen, so viel zu diesem Punkt. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 3. Tesla stoppt die Batterieproduktion in Deutschland bzw. legt sie wahrscheinlich auf Eis. Und ja, das ist eine Meldung von rbb24. Das ging auch durch viele Gazetten. Ja, da gab es viele Meldungen dazu. Und Schlagzeile lautet, Tesla legt Pläne für Batterieproduktion offenbar auf Eis. Ja, und es soll wohl hier um 2000 Arbeitsplätze gehen. Und interessant ist das, warum. Ich werde mich nicht so sehr auf das Politische jetzt hier fokussieren. Ja. Und da schreiben sie ja, das US-Unternehmen wolle seine Batteriestrategie ändern, um von Steueranreizen in den USA zu profitieren. Das sind wir wieder beim nächsten Punkt. Ja. Deutschland, Frankreich, jetzt hier USA.
Und da geht es wohl darum, dass die USA, die Regierung da ein neues Gesetz unterzeichnet hat, nennt sich ja Inflation Reduction Act, also Inflation Reduction, ja. Es geht darum, quasi ein Gesetz gegen die Inflation hier zu gestalten. Und damit haben quasi Käufer von E-Fahrzeugen Anspruch auf eine Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar pro Kauf, wenn die Batterie der Autos bestimmte Kriterien erfüllt. Ich weiß, ihr könnt euch bestimmt jetzt alle denken, ja, ein Kriterium ist, die Batterie muss in den USA hergestellt sein. Ja. Ja. Das ist natürlich schlecht für uns, ist ganz klar. Wir lassen mal den Umweltaspekt mal auseinander, ja, also außen vor. Es ist auch natürlich eine gewisse Schwierigkeit, eine Batterie herzustellen, ja, mit den ganzen Rohstoffen, die man braucht, das ist mir völlig klar. Ja. Und so schreiben sie dann hier, dass erste Informationen des Ministeriums von Brandenburg, Wirtschaftsministerium, sagen, möglich scheint, dass Tesla einzelne Prozessschritte in den Werken neu priorisiert, der Standort Grünheide jedoch in Aufbau und mit seinen Arbeitsplätzen so erhalten bleibt. Der Bau der Batteriefabrik ist bereits fortgeschritten. Und ich sage mal, was ich jetzt vermute ist, es wird so sein, dann wird eben die USA die Fahrzeuge, die für, oder andersrum, Tesla wird die Fahrzeuge, die für die USA bestimmt sind, dann auch in den USA produzieren. Das heißt, auch die Batterie dort produzieren und da einbauen. Und denke ich mal, die Batteriefabrik dann hier. Also ich glaube schon, dass die noch kommt. Wir lassen mal wieder die wirtschaftliche Situation mal außen vor. Ich hoffe, die wird wieder besser. Wir gehen mal davon aus, die wird wieder besser. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ja. Und wenn dem so ist, wird auch die Batteriefabrik kommen. Und dann werden sie eben die Batterien für die europäischen Autos herstellen. Ja, wo ist da das Problem, ja? Aber klar, wird natürlich dann nicht so umfangreich sein, wird vielleicht auch später erst stattfinden, weil man ja noch schon andere Batteriestandorte hat, wo man Batterien produziert. Aber ich denke, kommen wir das auch nur ein bisschen später und ein bisschen kleiner. Ja, ja, politische Situation erstmal außen vor lassen. Ja. Und dann schreiben Sie noch außerdem teils Ministerium mit, dass das amerikanische Inflationsreduktionsgesetz zu einem Wettbewerbsnachteil in Europa führt. Ja gut, das ist ja die Sicht, die wir alle so haben. Ja, das Land macht das Land macht jenes, ja, und so versuchen sich gegenseitig den Kuchen wegzunehmen, was ja im Grunde schon die letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre so alt wie die Globalisierung ist, läuft das ja eigentlich schon, ja. Ja, schöner Hinweis, aber ich glaube, den kennt jeder. Ja, und jetzt kommt mein Lieblingsprofessor, der natürlich auch noch was dazu sagen muss, ein Wirtschaftswissenschaftler, Ferdinand Dudenhöfer. Meiser Wirtschaftsexperte, Meiser Autoexperte, ja, also wie auch immer. Und er sagt, und da hat er sogar teilweise recht, ja, er hält die Entscheidung Teslas, die Batterieproduktion in Grünheide zu stoppen, für nachvollziehbar. Mich natürlich auch, ja. Und dann kommt noch dazu, die hohen Energie- und Stromkosten in Deutschland würden die Batterieproduktion wettbewerbsunfähig machen. Ja, das stimmt. Das ist die nächste Krux natürlich, die dann dieser Batteriefabrik sehr gefährlich wird. Da gebe ich ihm wirklich zu 100% recht. Ja. Ein weiterer Punkt sei, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt hat, im kommenden Jahr die Prämien für die Autoindustrie zu kürzen. Vielleicht gehen sie gegen Ende des nächsten Jahres völlig auf Null, weil dann der Prämientopf leer ist. Dann kommt die E-Mobilität in Deutschland wirklich fast zum Stillstand. Das merkt natürlich auch Tesla. Und die USA liefern mit dem Inflationsreduktionsgesetz deutlich mehr Anreize für E-Autohersteller, ihre Produktion auch in den USA umzusetzen. Jeder versucht sein eigenes Süppchen zu kochen, wie man so schön sagt. Ja. Das ist sowieso so ein Ding. Ich habe das gesehen, wo ich aus Frankreich zurückkam. Da haben wir in, wie heißt der Ort? Es ist egal, jedenfalls hier in Deutschland geladen, in Ostdeutschland. Und da waren früher 4 Lader, 5 Lader. Und jetzt komme ich hin und da stehen noch einmal, glaube ich, 10, 12 neue Lader von Tesla dazugekommen. Ja. Und die waren noch nicht angeschlossen, aber die waren schon aufgebaut. Und da frage ich mich auch so, wenn ich sehe, wie Tesla die Infrastruktur ausbaut, ganz extrem, auch in Deutschland, überall, ja, wenn ich dann die Preise, die Strompreise hier sehe, das verstehe ich nicht, das kriege ich nicht auf die Reihe. Also wenn von euch da jemand eine logische Erklärung hat, ich sage mal so, wenn die Strompreise weiter so steigen, ja, dann werden so wenig Leute Auto fahren irgendwann mal in der nahen Zukunft, dass die sollen alle da sinnlos rumstehen werden. Also es kann passieren. Und deswegen, entweder weiß Tesla, dass das nur eine kurze Situation hier ist, die ja nach 1, 2 Jahren wieder zu sich zum Positiven wendet. Ich weiß es nicht, ja, aber ich staune immer wieder. Ja, und dann sagt noch der Dudenhöfer, die Pläne, die wir heute haben für den Energieausbau mit Wind und Sonne, die greifen in 5, 6, 7 Jahren. Das ist einfach zu spät. Ja. Dadurch, dass wir uns zum Beispiel der Kernenergie total verschlossen haben, sind wir auf einer Insel und werden Stück für Stück schwächer werden, weil Energie das ganz wichtige Thema ist für die Effizienz und Kostenfähigkeit der Industrie, der Elektroautoindustrie von morgen. Ja, das ist ja klar. Energie, also Datenenergie, ja, das ist
die Grundlage sämtlicher Wirtschaft, zukünftiger jetzt und der zukünftigen Wirtschaft. Und ja, wenn wir hier nicht irgendwas schaffen in dem Land, den Strom wieder günstiger zu machen, dann wird das hier alles extrem schwierig werden. Mal von E-Autos ganz abgesehen. Ja, alles läuft ja, ohne Strom läuft ja nichts hier in dem Land. Und da mache ich mir jetzt auch so meine Gedanken, auch so meine Sorgen, ihr bestimmt auch. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ja. Ja, dann kommt noch hier, ja, die Werkerweiterung bleibt auch politisch ungeklärt, gehe ich nicht groß drauf ein. Tesla hat angekündigt, sein Werksgelände um weitere 100 Hektar zu erweitern, um einen Güterbahnhof und weitere Anlagen zu bauen. Ja, ist ja ganz klar, es muss ja viele Sachen müssen rangefahren werden. Dazu ist natürlich ein Güterbahnhof immer die günstigste Variante. Ja, so sieht es aus zur Batterieproduktion. Ja, also wie gesagt, das sind zwei große Probleme. Einmal dieses Gesetz in den USA, was die Batterieproduktion zurück in die USA holen will, ja, ich sag mal nachvollziehbarerweise, auch wenn es für uns nicht positiv ist. Und das Zweite ist natürlich ja, die hohen Strompreise hier in Deutschland. Und da rede ich dann von den Gaspreisen, rede ich noch gar nicht. Ja, das reicht im Grunde ja schon völlig aus. Ich frage mich echt, was das werden soll. Ja, das wird echt noch eine spannende Geschichte. Ja, okay, so viel dazu. Mal gespannt, wie das hier weitergeht. Wir kommen zum nächsten Punkt. E-Auto richtig laden, das ist eine Mitteilung von PC-Welt und da geht es darum, E-Autos, so reduzieren sie den teuren Ladeverlust und sparen Geld. Und da ich sage, schaust du mal rein, ein bisschen Erfahrung hast du ja schon mit dem Laden von E-Autos, was schreiben die denn da so? Und die schreiben, und das finde ich auch ganz interessant, da haben sie auch recht, ja. Erstens, vermeiden sie das Aufladen einer Haushaltssteckdose. Dort ist nur eine Ladeleistung von 2,3 kW möglich. Nutzen Sie ja stattdessen die volle Ladeleistung einer Wallbox. Ja, das ist natürlich klar. Mit einer Schurkesteckdose seid ihr beim Tesla Model 3 Standard-Range, ich sag mal so bei 8 Stunden, ja, ungefähr. Und klar, wenn ihr 8 Stunden da dran hängt, dann habt ihr 8 Stunden noch Ladeverluste. Natürlich sind die in der Menge nicht so stark, ja. Aber die laufen eben auf über die Zeit, ja. Ja, bei einer Wallbox natürlich ist er weniger. Kommt auch gleich im nächsten Satz. Beim Laden an Wechselstrom gilt die Faustformel. Je höher die Ladeleistung, desto kürzer der Ladevorgang und damit auch die Zeit, in der der Ladeverlust entstehen. Haben Sie recht, aber natürlich muss man auch sehen, es gibt ja trotzdem auch mit höheren Leistungen auch automatisch höhere Ladeverluste. Ja, dann gleich sieht es ein bisschen aus. Um größere Ladeverluste zu vermeiden, sollten Sie also an einer Wallbox mit 11 oder 22 kW laden. Die Batterie sollte immer möglichst schnell voll sein. Im Winter sollte möglichst gleich nach Fahrtende aufgeladen werden, solange die Batterie noch warm ist. Also da stimme ich 100% zu. Das habe ich mir auch angewöhnt. Ja, wenn ich quasi von Arbeit komme und muss mein Fahrzeug laden, habe dann quasi irgendwo, ja, mittlerweile lade ich immer unter 50%. Ja. Ich habe auch mal in einem Video schon mal gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen um die Batterie. Und jetzt rede ich wieder nur für den LFP-Akku. Der ist wirklich so stabil, sag ich mal, ja, und so verträglich, ja, und so wartungsarm, ja, also ihr macht euch da, müsst ihr da keine Gedanken machen, ladet einfach so, wie es euch passt. Klar, man kann ein bisschen ein paar Regeln einhalten, ja, wie sie auch geschrieben haben hier, nach dem Fahren aufladen, die Batterie ist ein bisschen erwärmt, das mache ich natürlich auch. Aber ich sage mal, ich habe jetzt zum Beispiel im Urlaub den Akku immer auf 100% aufgeladen, ja, eben weil ich Tesla nutze, weil ich an meiner Ferienwohnung, wo wir gewohnt haben, nicht laden konnte. Die war ungefähr 10 Kilometer entfernt, weil ich war so ein bisschen mehr, glaube ich, 30 Kilometer, was auch nicht schlimm ist. Und da habe ich mein Auto immer, ich sag mal, da mit 92% abgestellt, ja, und hat immer ein volles Auto und konnte problemlos auch nächsten Tag wohin fahren, wohin ich wollte, ja, ohne mir einen Kopf im Laden zu machen. Und ja, das verträgt der LFP-Akku. Und ja, deswegen ist es echt ein guter Hinweis hier, also macht das nach Fahrtende, ja, stellt das Fahrzeug nicht rein und ladet es dann früh, wo natürlich auch wieder die, ja, das ist der nächste Punkt, ja, das heißt, man soll eventuell in dem Nachtstrom laden, der günstiger ist oder wo generell weniger Strom verbraucht wird, ja, nicht nach Feierabend, wo die meisten nach Hause kommen, Licht anmachen, Essen kochen etc. Ja, aber dann habt ihr ein kaltes Fahrzeug, ja, was erstmal vorgeheizt, ist es nicht schlimm, ja, aber die Batterie wird wieder vorgeheizt, gerade im Winter dann, ja, und dann braucht ihr erstmal viel Strom für das Heizen der Batterie, ja, und wenig Strom geht in den Akku. Also wie man es macht, macht man es quasi, ja, und deswegen macht euch keinen zu großen Kopf. Ja, wird noch kurz erklärt, wie kommt es überhaupt zu Ladeverlusten, ja, und dann schreiben sie auch, erstens, die Hersteller schweigen sich aus zu den Ladeverlusten, ja. Ja, die ADAC hat nachgemessen und hat ihnen festgestellt, dass die Verluste an Haushaltssteckdose und beim Laden einer Wallbox für Renault Zoe, Tesla Model 3 und VW ID3 und Fiat 500 haben sie ermittelt.
Und raus kamen dabei die größten Verluste, und zwar zwischen 10% und 30% entstehen beim Laden an der Hausersteckdose. Ja, ist ja klar, es dauert ja viel länger. Ja. Besonders der Renault Zoe, der von einiger Zeit auch wegen seiner schlechten Crashtestergebnisse Kritik einstecken musste, schnitt hier mit über 24% Verlust extrem schlecht ab. Ja, aber ich sage mal, ohne jetzt reinzugucken, Tesla Model 3 ist da bestimmt auch bei 21%. Also irgendwas zwischen 12% und 20%, sage ich mal ganz vorsichtig, je nachdem, ob Sommer oder Winter. Und das ist wirklich eine schwierige Geschichte, kann man echt so nicht sagen. Ja, ich merke das zum Beispiel, wenn ich jetzt von Arbeit losfahre. Also wie gesagt, ich lade ja auch öfters immer noch am Supercharger hier in Großkugel. Ich meine, ich kann noch kostenlos laden, ja, das ist das Problem. Und sagen, wenn ich jetzt von Arbeit abfahre und ja, habe noch 30% im Akku, gebe ich direkt den Supercharger ein in Großkugel und das ist nicht weit bis dann ein paar Kilometer. Und dann heizt er den volle Bulle vor, ja. Das verbraucht erstmal viel Strom, der Verbrauch geht hoch auf die paar Kilometer und trotzdem ist der Akku noch nicht warm genug. Ja, aber es ist eben so, kann man eben nicht ändern, ja. Ja, dann schreibst du noch dazu, auch ganz interessant, mit einer Wallbox 11 kW sinken die Verluste dank der deutlich kürzeren Ladezeiten, bei allen überprüften E-Autos auf höchstens rund 10%, ja, hatte ich schon gesagt, 10%, am effizientesten war der Fiat 500e, bei dem nur knapp 6% Verlust anfielen, warum auch immer, ja, das kann jetzt hier als Vorteil dastehen, könnte aber auch ein Nachteil sein, weil vielleicht die Batterie weniger beheizt wird und im Endeffekt am Ende des Tages die Batterie weniger geschont wird. Ja, also wie gesagt, seht ihr schon, das ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Ja, wichtig, bei sehr niedrigen Temperaturen ziehen einzelne Elektroautos in Ausnahmefällen auch noch Energie aus dem Stromnetz, um ihre Batterie zu heizen, wie zum Beispiel der VW ID.3. In diesen Fällen kann der Verlust auf bis zu 20% ansteigen. Ist beim Tesla Model 3 genau das Gleiche. Ja, sowohl beim Laden an der Haushaltssteckdose als auch in einer Wallbox muss deren Wechselstrom für den E-Auto-Akkus in Gleichstrom umgewandelt werden. Das übernimmt das Onboard-Ladegerät und dabei entstehen eben diese 5% bis 10% Umwandlungsverluste in Form von Wärme. Ja, ist in allen Fahrzeugen so. Ja, er lädt ja eine Steckdose mit Wechselstrom, genau. Bei der Wallbox genauso. Und das muss natürlich dann in Gleichstrom umgewandelt werden und das kostet nochmal Energie. Ist nicht zu ändern. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist auch so mein Fazit. Ja, hier haben Sie recht, es ist nicht so sehr eine Tiefegang der Artikel. Und ja, man kann, also der LFP-Akku ist auch so robust, muss man sich keine großen Sorgen mehr machen. Aber es ist immer gut natürlich, wenn das Auto einmal warm ist, das dann nachzuladen. Ja. So, kommen wir zum nächsten und zwar Punkt 5. Und das ist ja die Frage von Quantum E. Hallo Chrissy, kannst du mal was sagen, wie es bei dir mit Steinschlägen am Auto mit dem weißen Lack aussieht? Und wie stehst du zu Steinschlagfolien wie XPL oder Santec oder Suntec, Sinn oder Unsinn? Also die Firmen kenne ich ja nicht, die Steinschlagfolien anbieten, weil ich nutze keine Steinschlagfolien. Ja. Warum mache ich das nicht? Ja, einerseits sage ich mal aus Faulheit, andererseits, ich bin da eh kein so großer Fan, so ein Auto großartig zu schonen, aufzumotzen und aufzupassen, weil ich sage mal, am Ende des Tages, wenn er das Auto nach 3, 4, 5, 6 Jahren verkauft, ist meine Erfahrung, jetzt interessiert das keinen Menschen mehr. Ja. Also ob da jetzt ein Lackfehler ist, ob da eine kleine Delle, eine kleine Beule ist. Ich meine, es ist ein Gebrauchsfahrzeug, ja, und das sieht nicht aus wie ein Neuwagen und das ist völlig normal. Ja. Und klar, es gibt pingelige Händler, ja, und nicht so pingelige, aber zumindest jetzt bei den zwei Teslas. Und ja, das ist eine Besonderheit natürlich, die wir gerade haben, eine besondere Situation. Aber bei den letzten zwei Teslas, da habe ich mir auch einen Kopf gemacht. Ja, bei dem zweiten, da war ich mit meinen Felgen, die waren stark zerschrammt auf der rechten Seite, bin ich am Bordstein mal gekommen, habe ich mich sehr geärgert. Haben mir noch was gekauft, um das vielleicht auszubessern, dann bin ich gar nicht dazu gekommen, ja. Und am Ende hat das kein Mensch interessiert, ja, bei wirkaufenauto.de. Da hat niemand was dazu gesagt, der hat mit dem Preis gezahlt und weg war das Auto. Ja, es ist eine Besonderheit, ja. Und deswegen sehe ich es eigentlich nicht so dramatisch, deswegen habe ich auch keine Folien. Wenn von euch jemand mal Erfahrung hat mit Steinschlagfolien, schreibt das ruhig mal rein. Ich weiß, Tesla, da gibt es welche hin für die Schweller. Ich habe die auch nicht dran. Ja, das kann sinnvoll sein, sicherlich, ja. Aber ich denke mal, wenn wirklich ein größerer Stein dagegen knallt, ja, macht die Folie kaputt und zerschrammt auch den Lack. Und ich habe übrigens auch schon vorne Steinschläge, aber vorne ist ja aus Kunststoff, außer ist der Motor, aber ich habe die vorne an der Stoßstange. Das ist eh Kunststoff und ja, es sieht blöd aus, wenn da ein bisschen Lack fehlt, ja. Kann man mit dem Lackstift ausbessern. Ich meine, das ist normal bei jedem Auto eigentlich, ja. Und ich nutze die nicht, ja. Sinn oder Unsinn muss jeder für sich selber beantworten. Wer sein Auto eben hegt und pflegt, der macht das eben, ja. Weiß auch nicht, was die kosten. Und ja, wer so ich ein bisschen dem es egal ist, der macht es eben nicht. Und ich habe mein Auto auch noch gar nicht so oft gewaschen. Da waren immer noch die Fliegen aus Frankreich dran. Und übrigens geht das Auto nächste Woche ab und die Werkstatt, da werden die Türen ausgewechselt.
Ob es da nochmal vorher waschen sollte? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ja. Also so viel zu Folien, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, E-Auto. Das Ende der Reichweitenangst, endlich setzt sich das durch, hat ja lange genug gedauert. Und da muss ich mal gucken, das ist eine Meldung von Golem, glaube ich, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, da geht es darum, das Ende der Reichweitenangst, ja. Und das ist ja schon längst so. Und wie gesagt, alle, die Tesla fahren, ich kann für die anderen nicht reden, weil da käme ich mich nicht aus, ich lade nicht am Fremdladesäulen, ja. Also gerade jetzt, wie du schon sagst, mit meinem Akku, LFP-Akku, mittlerweile fahre ich an so vielen Ladesäulen vorbei, an denen habe ich vorbei navigiert, weil ich da gar nicht laden muss, ja. Teilweise an zwei Ladesäulen, also an einer mindestens, oft auch an zwei, klar, erst an der dritten, ja, weil ich so weit komme. Und gerade im Ausland kann man ja sowieso nicht rasen, ja. Frankreich 110, 130 maximal. Und dann kommt man wirklich sehr weit und das ist kein Thema mehr, ja, Reichweitenangst. Und ihr braucht auch keine Fernwohnung mehr mit Lade, mit einem Ladeanschluss, braucht ihr nicht. So viele Lader sind ringsrum, Tesla-Lader auf jeden Fall, braucht ja nicht, ja. Ja, und hier geht es darum, dass eben Netzbetreiber wollen künftig auf vor allem HPC-Lader anbieten, das sind die Schnellladesäulen. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe immer schon gesagt, ja, das ist eigentlich die Hauptlösung für alle, auch in der Stadt, ja, dass ich einmal in der Woche einen Schnelllader fahre und dann Schnelllader. Und ja, das ist für den Akku nicht ideal, aber die Akkus werden immer robuster, werden immer besser, kommen auch nochmal später dazu. Und da muss man dann damit leben. Ja. Aber es gibt wirklich schon viele Berichte, auch von Tesla-Akkus. Und zwar, ich rede von älteren Autos, nicht von meinem, nicht von LFP. Ja, ich sag mal, ich habe ganz viele Taxen. Auch in Frankreich gibt es Taxen, die quasi nur schnell laden und Taxi fahren. Und ja, es gibt Autos, die haben 1 Million Kilometer weg und sie sind immer noch, die haben vielleicht 10% verloren, ja, Kapazität. Nach 1 Million Kilometer, also und fast nur schnell geladen. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber es ist nur meine Meinung, ja, nicht, dass ihr sagt, hier, wegen dir lade ich immer schnell und jetzt habe ich noch mehr Ladeverluste oder mein Akku ist noch weiter zurückgegangen. Das ist euer Bier, das ist meine Meinung. Ja. Jeder muss seine Erfahrung da auch selber machen, ein Stück weit. Ja, und so schreiben sie hier. Für fast alle Fahrer von E-Autos bleibt der Stromer auch künftig die Antriebsform ihrer Wahl. Das ist quasi eine Umfrage. Ja. Eine Umfrage zufolge würden 98% der Befragten auf jeden Fall wieder E-Auto fahren. Ja. Und das ist auch die Frage, die ich immer wieder höre. Würdest du wieder zurückwechseln? Nein, würde ich nicht. Also ich würde dann zu Fuß gehen müssen. Also klar, im Notfall ist immer noch besser, dann ja mit einem Verbrenner zu fahren, als gar nicht zu fahren. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich das nie mehr machen. Ja, also ja. Und die Hauptgründe kann ich ja komplett nachvollziehen. Ja, das einmal das Fahrerlebnis. Ja, das ist gigantisch. Ja, also ja, muss ich nicht erzählen, ihr wisst das alles. Es ist, ja, Fahrleben ist prima. Umweltgründe spielen einen Aspekt und ja, da kann man diskutieren, Batterie etc. Aber Fakt ist, ihr habt keine Abgase mehr und gerade in Städten ist das eine Wohltat. Jeder Fahrradfahrer sollte Tesla- oder E-Autofahrern dankbar sein, denn er riecht nichts mehr, wenn er vorbeikommt, ja. Dann Kostenaspekt, ja, das war früher mal ein ganz großer Posten, ja, wird jetzt immer weniger mit Erhöhung der Strompreise, ist auch klar, ja. Und natürlich innovative Technik, das stimmt natürlich auch, ist auch ein Punkt, der viele interessiert, ja, warum kommt es viel das neueste iPhone? Weil sie neueste Technik haben wollen, trifft auch hierzu. Ja, und dann schreiben sie auch hier, nur 1% sorgt sich um die Reichweite, 70% haben damit gar kein Problem, 30% mit Gewöhnung okay. Fast 80% betrachten hingegen die langen Lieferzeiten und jeder Dritte die hohen Anschaffungskosten mit Sorge. Das ist völlig richtig und leider ist es so, ja. Nachdem Tesla das Model 3 um 10.000 Euro erhöht hat, war ich raus aus der Nummer, ja. Also hätte ich bis jetzt geplant, mir einen anzuschaffen, wäre das jetzt erledigt gewesen, ja. Übrigens ganz interessant, nur kurz jetzt, kurz Anmerkung, da gibt es auch von Tesla Mac ein neuestes Video, glaube ich, von gestern, wo er bestätigt hat, was ich immer gesagt habe, ja, Tesla versucht das Model 3 künstlich zurückzuhalten. Ja. Tesla verdient wahrscheinlich mit dem Model Y viel mehr Geld als mit dem Model 3 und versucht das irgendwie zu drosseln, versucht die Auslieferungszeiten nach hinten zu halten, ja, weil die wollen das Model Y loswerden. Deswegen, ja, das Model 3 ist wahrscheinlich wirklich das bessere Auto. Also nicht qualitativ, nicht von der Größe her, ja, ich sag mal jetzt mehr so der Formfaktor, der Fahrfaktor, ja. Also ist ja auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch die ist nur sehr subjektiv, ja. Wir kommen zurück. Und so schreibt hier die Geschäftsführerin von BDEW, die Reichweitenangst lasse sich in der Realität nicht mehr abbilden. Genauso ist es, ja.
Zudem steht Ihre Umfrage auch, dass die Zufriedenheit im öffentlichen Laden deutlich gestiegen sei. Ja, ihr werdet selber bemerkt haben, an immer mehr Ecken entstehen Lader. Das stimmt wirklich. Also nicht nur Tesla, auch die anderen bauen immer mehr Lader. Das ist so, ja. So, und dann kommt es hin, dann geht der Fokus geht auf Schnellladen. Ja, hier ENBW möchte Ladeparks mit High Power Charging HPC in den kommenden Jahren, möchte bereits ausliefern, Leistung bis zu 400 kW liefern. Ja, dann sind wir bei dem Punkt. Ja, Wasserstoff. Ich habe letztens wieder was gelesen. Wasserstoff wird im Hintergrund durchgedrückt, auf Teufel komm raus. Deswegen, Wasserstoff wird wahrscheinlich kommen. Auch aus politischen Gründen wird Wasserstoff kommen, ja. Aber die Frage, ob dann PKWs mit Wasserstoff fahren, ja, die zweifle ich immer noch an. Ja. LKWs kann ich mir vorstellen, ja. Aber bei PKWs, ich weiß nicht, ja. Wenn die Entwicklung so weitergeht, ja, dann werden die Batterien, kommt auch noch später, so schnell geladen, ja, dass ich habe keinen Bedarf, mit Wasserstoff zu fahren, ja. Aber kommen wir noch später dazu. Ja, also ENBW möchte quasi Schnellladesäulen bauen, völlig richtig, ja. Und die schreiben auch hier, wir brauchen flächendeckende HPC-Infrastruktur, die deutlich mehr Leistung und ein deutlich besseres Kundenerlebnis liefert. Das ist völlig richtig, sehe ich ganz genauso, ja. So, da gibt es noch einen zweiten Teil. Und da geht es auch, Allego will künftig den Fokus auf den Ausbau des Schnellladesitzes in Europa legen. Ja. Und da schreiben sie hier, zwar setzt ENBW auch auf das innerstädtische Laden in HPC-Hubs, doch damit sind in der Regel deutlich höhere Stromkosten verbunden. Zudem lassen Ladevorgänge mit mehreren 100 kW der Batterie altern. Ja, das stimmt, aber man sieht schon an den LFP-Akkus, auch das ändert sich oder lässt zumindest nach. Ja. Ja. Im Zusammenhang verwies nochmal hier Claudia Radfuchs vom Stromnetz Berlin auf die Pläne des Berliner Senats, bis zu 2030 weitere 1800 AC-Ladepunkte, also Wechselstrom, sowie weitere 200 HPC-Schnellladepunkte mit mindestens 150 kW pro Ladepunkt an Standorten mit je 8 bis 12 Ladepunkten zu errichten. Demnach sollen in jedem der 12 Bezirke ein bis zwei dieser Schnellladestandorte entstehen. Ja, ist völlig richtig so. Tesla hat ja auch schon in Berlin mehrere Standorte. Ja, so muss es sein. Dann der nächste Punkt, schrecken hohe Strompreise ab? Ich sag mal, ja, natürlich schrecken die ab, ja. Energie wird teurer, Benzin auch, das finde ich ja so cool, ja. Wenn man fragt, naja, ist das nicht dann blöd, wenn Strom teurer wird, dann ist das doch wieder kontraproduktiv mit E-Autos. Und dann sagen sie so lapidar, naja, Benzin wird auch teurer. Das kann ja nicht die Lösung sein, ja. Na gut, dann schreiben sie noch, das Elektroauto habe aber den großen Vorteil, dass die Energie effizienter eingesetzt werde. Das ist ja schön, ja, wenn man dann für weniger Energieverbrauch genauso viel abzockt wie für mehr Energieverbrauch beim Benziner. Das ist dann nun dem Verbraucher relativ Schnuppe. Ja, er wird abgezockt. Punkt. Ja. Doch nicht nur für Kunden, auch für die Ladenetzbetreiber können die hohen Strompreise zum Problem werden, denn bislang bieten diese ihren Kunden noch einen Pauschaltarif beim Laden an. Also muss dann wahrscheinlich hier bei diesem Stromnetz Berlin sein, keine Ahnung. Wenn man von euch da dort ist und so einen Vertrag hat, kann ja mal schreiben. Ich glaube, es werden immer weniger Pauschaltarife, ja. Mittlerweile muss man, so wie auch in Halle, das ist auch interessant, ja, die Ladesäule in Halle, ich habe früher auch mal in Halle geladen, die war ja, glaube ich, bis Mai war das ja kostenlos bei der EVH. Da waren die auch immer besetzt und immer, fast immer voll, aber ist ja nachvollziehbar, ja. Ja, und ich hätte auch jetzt noch weiter geladen, aber jetzt verlangt man 5 Euro Gebühr pro Monat, auch wenn man nicht lädt, ja. Und damit war ich raus, ja. Und die sind alle raus, ja. Ich meine, wer darauf angewiesen ist in der Stadt, der muss es dann bezahlen, der muss den sauren Apfel beißen, aber hier ist Covid-Ladesäulen, die sind fast immer leer, ja. Ja, also das finde ich auch eine völlig falsche Entwicklung, ja, 5 Euro Gebühr zu verlangen. Klar, kostet das Geld, aber ich meine, Tankstelle kostet auch Geld, ja, und kein Mensch muss bei Shell oder sonst wo 5 Euro bezahlen im Monat, um dort tanken zu können, ja. Aber auch das Thema ist ja alt. Ja, also ihr seht, das ist hier nochmal eine Bestätigung. Erstens, Reichweitenangst gibt es nicht. Zweitens, Schnellladen ist die bessere Option, auch in den Städten. Sehe ich genauso. So viel zu dem Punkt. Kommen wir zu Punkt 7. Tesla Model Y leichter zu stehlen. Immer wieder mal ist ja klar, das ist ja dieser Wettbewerb, ja, Sicherheit, wie kann ich die hintergehen, ja, wie kann ich das trotzdem stehlen, dass ja was da ständig passiert. Ich mache was sicherer, wird wieder geknackt, mache was sicherer, wird wieder geknackt, ja, ich meine, das gehört dazu. Und wenn jemand das knacken würde, wenn es keine solche Leute gäbe, die das machen würden, ja, dann würde ich auch die Sicherheit nicht weiterentwickeln, das ist nun mal so, ja. Ja, und beim Tesla ist es so, ihr wisst es alle, mit meinem Smartphone entsperre ich das Fahrzeug oder mit der Karte, oder mit der Uhr, auch das geht, ja. Oder mit dem
Fopp, den kleinen Schlüssel, auch das geht. Und natürlich kann man das umgehen, das kann man ausnutzen, um das Fahrzeug zu knacken. Und so auch hier, und da schreiben sie hier, das ist eine Meldung von Tesla Mac. Rund 130 Sekunden haben unbefugte Zeit, um nach dem Entriegeln eines Model 3 oder Model Y durch den Besitzer mit der Schlüsselkarte ihr eigenes Smartphone aus einigen Metern Entfernung zum Nachschlüssel zu machen. Und das hat wohl hier ein Tesla-Hacker aus Österreich demonstriert. Ihm reichten sogar nur 110 Sekunden. Ist dann so knapp 2 Minuten. Ein anderer IT-Sicherheitsforscher hat jetzt einen weiteren Tesla-Angriff über die Karte veröffentlicht. Dazu muss man zu zweit sein, aber die neue Attacke soll auch über größere Entfernungen funktionieren. Ja, da gibt es noch ein Video dazu. Ich gehe da nicht groß drauf ein. Kann sich selber denken, wie es funktioniert. Ja. Und sie schreiben auch, dass Katz-und-Maus-Spiel, ja, und so scheinen die Hacker die besseren Karten zu haben. So meldete die Gruppe NCC in diesem Mai, eine nach ersten Angriffen eingeführte BLE-Absicherung bei Tesla ausgehebelt zu haben. Ja, das ist dieses generelle Spiel, ja. Man merzt was aus, gibt so eine neue Sicherheitslücke, wie beim Smartphone, wie beim PC, wie überall, ja. Ja, und die Lücke dafür fand sich in der Funktion Passive Entry von Model 3 und Model Y, mit deren Hilfe das Smartphone zum Tesla öffnen in der Tasche bleiben kann. Das ist ja im Grunde das Geile am Tesla immer schon gewesen. Ja, ich gehe einfach hin, steige ein und fahre ab. Ich muss nichts öffnen, nicht schließen, ich muss ja nicht mal einen Motor starten. Wie bei vielen anderen E-Autos auch noch, ja. Ja. Und jetzt schreiben sie hier, doch auch die Schlüsselkarte bleibt ein potenzielles Einfallstor. Man muss dafür sehr nah an diese Karte herankommen, aber nur für Sekunden. Eine zweite Person kann dann den jeweiligen Tesla öffnen und ungehindert damit wegfahren. Da wird auch dem demonstriert, ja, wie die sich da treffen. Und ein Mann steigt quasi aus, ein anderer Mann hält anschließend ein kleines Gerät an dieselbe Stelle, also an die B-Säule. Sein Komplize drängelt sich an dem weggehenden Tesla-Besitzer vorbei und hält dabei kurz sein Smartphone hinter die Hosentasche, in der sich die Karte befindet. Im selben Moment kann der andere Mann die Tür des Tesla Model Y öffnen und damit wegfahren. Ja, wie gesagt, es wird immer Möglichkeiten geben, wenn man da gar keine Sorgen, ja. Und es kommt dann hier im Text, ja. Es gibt ja immer noch die Lösung, dass man seine PIN-Nummer eingeben kann. Ich kann es jedem nur raten, macht das. Nicht, weil ich so große Angst habe, dass das Auto gestohlen wird, aber es ist auf jeden Fall nochmal ein Stück Sicherheit und so kann man es öffnen, ja, problemlos, aber man kann nicht wegfahren. Ja, ist nun mal so, ja. Und deswegen kann ich nur raten, macht das, ja. Und da schreiben sie ja, sichere Lösung, bräuchten neue Hardware. Ja, ja, klar, aber auch die neue Hardware wird irgendwann wieder geknackt. Ja, das ist ja dieses unendliche Spiel. Ja, also kann man sagen, naja, eigentlich brauchst du auch keine neue Hardware. Ja, also man kann auch ein Vorhängeschloss dranhängen, wer das will. Auch das kann man knacken, ja. Und so schreiben sie ja, mit einem Smartphone muss man vor diesem Angriff auf maximal 4 cm Abstand an die Tesla-Karte herankommen. Mit mehr technischen Aufwand sollen bis zu 60 cm möglich sein. Ja. Als Kontaktzeit sollen 1,2 Sekunden ausreichen. Außer aus der unmittelbaren Nähe zum Helfer über Bluetooth oder WLAN könnte die Weiterleitung auch über das Internet funktionieren, was IT-Forscher laut einem White Paper aber noch nicht ausprobiert haben. Ja, und dann schreiben sie auch zurecht, die Funktion könnte mit PIN 2, 3 eben entschärft werden und dann schreiben sie aber trotzdem, lässt sich das Auto öffnen und ausräumen. Ja, ich sag mal, wer ist drin in seine Goldbahn aufbewahrt, ist eben selbst schuld, sag ich mal, ja. Oder seine Fahrzeugpapiere sollte man auf keinen Fall machen. Und auch hier schreiben sie zurecht, ist auch noch der Konflikt, ich möchte natürlich als Nutzer es so einfach wie möglich haben, naja, andere möchten es sicher wie möglich haben. Muss jeder selber wissen, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, klar, man kann es immer knacken, ist völlig normal. Und deswegen kann ich nur dazu raten, aktiviert die PIN für euer Fahrzeug. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Da muss ich mal gucken. Punkt Nummer 8. Batterien werden immer besser. Das fand ich eine ganz interessante Meldung. Ich kenne mich nicht so aus Batterien. Ich bin auch kein Elektriker. Ja. Deswegen verstehe ich nicht alles zu 100% hier. Aber das ist eine Meldung von Heise Online, Heise Autos. Batterien in E-Autos, Kosten sinken, Nutzen steigt rasant. Ja. Und das ist es, was ich sage. Bevor Wasserstoff in PKWs normal nutzbar wird, alltagstauglich wird und bezahlbar wird, ist diese Batterieentwicklung so weit, dass euer Fahrzeug in 5 Minuten auflädt. Ja, die Batterie für diese heutige Reichweite, nehmen wir mal die Reichweite vom Standardmodell, ist nur noch halb so groß. Sag ich mal voraus, in 2-3 Jahren. Klar kann Entwicklung auch dahin, dass man sagt, nee, die Batterie bleibt immer so groß, wir erhöhen immer die Reichweite. Ja, es gab ja auch schon Meldungen, 1000 Kilometer Reichweite. Aber ehrlich, wer braucht das? Ja, 1000 Kilometer fährt niemand am Stück durch, das könnte man nicht erzählen. Ja, und es wird auch im Ausland sowieso nicht, ja, 100 erlaubt.
10 Stunden Auto fahren, ihr seid doch wahnsinnig. Ja? Also, das würde ich mir nie zumuten. Ja? Und deswegen ist das totaler Quatsch. Und wenn da ein bisschen Vernunft bleibt oder einkehrt, dann wird es Autos geben, wo der Akku nur halb so groß ist und die Reichweite so ist, wie sie jetzt am Standardmodell ist. Ja? Und dann wird Wasserstoff für die PKWs ja immer unattraktiver, sag ich mal. Ja? Jetzt haben wir nicht vergessen, muss das im Grunde auch elektrisches Fahren, ja, mit Wasserstoff. Ist ja nicht so. Das denken ja viele, dass man den Wasserstoff hinein reingibt, dann geht es in den Verbrennungsmotor und fährt man damit rum. Nee, er fährt elektrisch. Ja. Und dass auch eine Batterie drin ist, nur nicht so groß. Ja. Ja, und so schreiben sie dann hier, dass eben sich die Batterien ständig verbessern. Und es gibt ja diese zwei großen Hersteller, Kattel und Byte. Byte macht ja Batterien und Autos, wisst ihr bestimmt. Und Kattel hat jetzt die Quillin-Batterie vorgestellt. Ich vermute mal, es wird so ausgesprochen, ja. Und Quillin lässt die Modulebene weg, ja. Und das Modul ist ja quasi die Verpackung der Batterie. So habe ich es verstanden. Die braucht man nicht mehr. Ja, das sind quasi 12 Zellen. Also, sie kommt alles in einem großen Paket. Macht das quasi überflüssig, ja. Und damit würde man quasi 72 Volumenprozent des Systems sind Aktivmaterial, ja. Also, ist ja klar, diese Verpackung, sag ich mal, die ist ja auch, wiegt ja auch was, das ist auch Volumen, ja, und das ist ja nutzlos, hält nur die Batterie an der richtigen Stelle, ja, integriertes Kühlsystem und so weiter, und je weniger man davon hat, desto mehr das Gewicht kann man nutzen für die Batterie an sich. Auch die Entwicklung gibt es quasi, ja. Hat auch Nachteile, wie alles natürlich im Leben, wir haben immer zwei Seiten einer Medaille, und so schreiben sie eben, die nächste Stärke ist nicht nur eben, dass dieses Aktivmaterial größer wird der Anteil, sondern auch, dass die Kühlfläche sich vervierfacht hat, ja, sodass die Ladeleistung steigen kann. In 10 Minuten von 10% auf 80% am Schnelllader sind damit theoretisch greifbar. Also ihr seht schon, wie rasant die Entwicklung geht. Das wird so kommen, bin ich überzeugt davon. Und das wird sogar die Batteriewechselstation überholen, bevor die überhaupt richtig auf Fuß gefasst haben in Europa. Meine Meinung, ja. Ja, dann schreibt man noch, gleichzeitig ist es möglich, die unterschiedliche Zellschirme zu integrieren. Mit LFP-Zellen ist eine Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm machbar. Mit MC-Zellen sind das 255 kW. Überlegt mal, das ist ja fast das Doppelte. Das ist Wahnsinn, ja, pro Kilo. Der Seitenhieb auf Tesla, man sei damit 13% besser als deren 4680er Zellen, lässt Elon kalt. Tesla kauft einfach bei Kattel ein. Naja, klar, warum nicht, ja. Ja, dann kommt noch dazu LFP-Zellen mit 800 Volt Bordnetz. Ja, Byte produziert anders als Kattel auch Elektroautos und die Byte Plate Batterie, kriegt man ja Fussel am Mund, ja, ist international bekannt. Dieses System kombiniert kostengünstige und großformatige LFP-Zellen mit einem 800 Volt Bordnetz. Das ist einzigartig. Darüber hinaus kann die Oberseite des Batteriesystems zugleich der Innenraumboden sein. Ja, dieses Cell-Door-Body oder CDB, so erhöht die Energiedichte, ohne dass die Karosseriesteifigkeit verloren geht. Also seht schon, das ist Wahnsinn, was man sich alles überlegt und ausdenkt, ja. Die Blade-Batterie gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die neueste Entwicklungsstufe kommt in der Limousine Byte Seal zum Einsatz. Ja. Und ja, okay. Dann Ziel ist durch Kostensenken, das ist ja ganz klar. Ja. Und zwar Kattel und Byte machen es vor, immer besseres Packing, um das Verhältnis von Verpackung und Aktivmaterial zu verbessern und so auch die Kosten zu senken, bessere Kühlung und bessere Heizung, um unter allen Bedingungen sicher und schnell laden zu können. Ja. Und das ist nur ein Teil der Entwicklung der Batterie. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Teil. Ja. Die meisten Traktionsbatterien der in Deutschland verkauften E-Autos haben Zellen einer Kathodenmischung aus Nickel, Mangan und Kobalt, abgekürzt NMC. Diese Rohstoffe sind drastisch teurer geworden, auch der Preis von Lithium hat sich vervierfacht. Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die LFP-Zelle, die auch hier im Model 3 Standard Range Plus drin ist, werden als billige Alternativen zunehmend Verbreitung finden. Hatte ich auch schon vorher gesagt und es gibt auch schon die ersten Überlegungen, oder nicht Überlegungen, ich glaube schon, das steht schon fest, dass auch der Long Range LFP bekommt. Wir haben, hat das in China schon und kommt es demnächst, aber ich denke, sowas hätte ich gehört und das wird auch kommen, bin ich überzeugt davon, ja. Die Einstiegsmodelle von Tesla fahren bereits mit LFP und einige Varianten vom MG sind damit auch unterwegs. Das wusste ich auch nicht. Ja. Spätestens 2025 könnte weltweit betrachtet mehr LFP als NMC-Kapazität produziert werden. Ich habe es gesagt, ich habe es vorausgesagt, Leute. Ja. So kommt das. Ja. Ja. LFP-Akkus sind zwar günstig, aber haben natürlich auch noch einen Nachteil. Ja. Und zwar LFP-Zellen haben eine relativ schlechte Energiedichte.
wie man schon sagt, 150 statt 160 oder 255 Wattstunden pro Kilo. Ja. Und das Laden bei Minusgraden ist eine herbe Schwäche. Da bin ich echt mal gespannt mit meinen LFP-Akkus. Jetzt, wenn es losgeht, langsam wird es schon kühler. Der Herbst kommt mit großen Schritten. Da bin ich echt mal gespannt, was ich da so erlebe. Ich werde euch teilhaben lassen und euch berichten. Ja. Ja. Aber neben den niedrigen Kosten gibt es weitere Vorteile. LFP-Zellen sind äußerst robust, die zyklische Dauerhaltbarkeit ist sehr hoch und das Risiko des thermischen Durchgehens gering. Auch in der Fertigung sind LFP-Zellen anspruchslos. Ja, also das ist wirklich, die Vorteile sind wirklich riesig und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ja, es ist wirklich so, es ist eine sehr gute Entwicklung. Ja, da gibt es noch einen zweiten Teil dazu und dann geht es dann weiter, dass man im Ergebnis gibt es quasi noch weitere Zellen, und zwar die Weiterentwicklung von LFP sind LFMP-Zellen. Da wird es langsam kompliziert, ja. Und da ist quasi die Energiedichte mit Mangan verbessert worden, ja. Die Schwierigkeit ist hier, die Einlagerung muss bei der Produktion präzise erfolgen, also ist ein bisschen schwieriger, das zu produzieren. Im Ergebnis könnten LFMP eine Zellchemie sein, die kaum teurer als LFP ist, bei der Energiedichte doch näher an MC heranreicht. Ja, Kattel wird LFMP-Zellen ab dem vierten Quartal 2022 bauen und an Tesla verkaufen. Ja, also jetzt wisst ihr alle schon, die mit dem Tesla liebäugeln und sich auch noch leisten können, ja, die brauchen nur zu warten, haben dann diesen noch besseren LFP-Akku drin. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch der Hammer, oder? Also es ist echt krass, ja. Auf dem chinesischen Markt soll die Einstiegsversion des Tesla Model Y damit ausgerüstet werden. Also da steht es quasi schon fast fest, ja. Und dann als nächstes Natrium statt Lithium. Kattel verspricht auch 2023 seine Produktion einer Natrium statt Lithium basierten Zellchemie hochzufahren. Natrium ist günstiger als Lithium. Ich meine, klar, wenn sie es alle verwenden, wird auch Natrium wieder teurer. Aber ich glaube wahrscheinlich nie so wie Lithium, ja. Dann geht's weiter. Anodenentwicklung. Nahezu unbemerkt von der Kathodendiskussion um NMC und LFP entwickelt sich parallel die Anode weiter. Das Ziel ist die zunehmende Beimischung von Silizium. Hierdurch steigt die Energiedichte erheblich. E-Autos wie Porsche Taycan haben eine Beimischung im niedrigen einstelligen Prozentbereich. 20% Silizium erscheinen im Serieneinsatz zeitnah machbar. Die Herausforderung, eine Siliziumanode dehnt sich im Volumen beim Laden erheblich aus und beim Entladen sinkt das Volumen wieder. Es müsste also in einem Batteriesystem die Voraussetzungen für dieses flexible Volumen geschaffen werden. Ja, also ich sag mal so, beim Laden wird das Auto größer, beim Entladen wird das Auto kleiner. Ja. Aber klar, muss man irgendwann den Platz muss man haben in dem Akku-Pack, ja. Das ist natürlich eine weitere Problematik. Auch das wird man lösen. Ja, China geht voran. Naja, das ist ja ganz klar. Wir haben ja nun, sag ich mal, so ein bisschen das aufgegeben, ja, uns hier weiterzuentwickeln. Ja. Ich kommentiere das nicht weiter. China ist führend. Es könnte sich als schwerer Fehler für die deutsche Industrie erweisen. Nee, wird sich, nicht könnte, wird. Jetzt nicht um den Anschluss zu kämpfen. Zugleich kommen viele Rohmaterialien entweder aus China oder sie werden dort, Beispiel Lithium, aus Australien veredelt. So, die USA haben darum die steuerliche Förderung von Elektroautos daran gekoppelt, dass immer mehr Materialien aus den USA selbst kommen. Europa und Deutschland sind beim strategischen Handeln weitgehend blank, obwohl es durchaus machbar wäre, etwa Lithium auch in Deutschland zu fördern. Ja, das stimmt, auch wir haben Lithiumvorkommen. Ja, und dann ganz zum Schluss, die Traktionsbatterien werden jedenfalls in diesem Jahrzehnt besser und hoffentlich preisgünstiger. Ja, preisgünstig muss die Inflation zeigen, bis jetzt sieht es nicht so aus, aber besser auf jeden Fall, das steht fest, ja. Ja, ich fand das echt mal interessant, das mal näher zu beleuchten. Das war jetzt ein bisschen viel Text, weil doch ein bisschen kompliziert, ja. Ich habe es noch ein bisschen besser verstanden, weil ich es jetzt mehrmals schon gelesen habe, ja. Aber ihr seht schon, in allen Bereichen tut sich da was und ja, damit ist natürlich immer diese Konkurrenz zu Wasserstoff, ich nenne es mal noch so, da eilen die Batterien immer weiter davon, ja. Ja, Nummer 9. Tesla demontiert die Konkurrenz, ja, und das ist natürlich gemeint mit dieser, ja, wie viele Autos sie verkaufen, und das ist ja Wahnsinn, ihr wisst selber, Model Y ist durch die Decke gegangen im August, ja, das Model Y der amerikanischen Autoherstellers ist im August eindrucksvoll an die Spitze der am häufigsten zugelassenen E-Autos in Deutschland geschossen, ja. Ja, im August wurden so häufig auf dem zugelassen wie noch nie zuvor mehr als 4.200 Neuzulassungen, weist die aktuelle Statistik aus. Damit entfielen rund 13% aller 32.000 E-Autos auf das von Tesla in Brandenburg gebaute Model Y. Ja, dann kann man auch hier sehen, in der Tabelle hier, die Übersicht, Nummer 1 Tesla Model 3 mit 4.200 Neuzulassungen, ja, vor Nummer 2 Volkswagen ID.4 mit 1.600. Na, darf nicht vergessen, das sind ja zwei Modelle. Ja. Jetzt könnte man noch sagen, okay, die einen haben 700, die anderen haben auch 700 gebaut. Ja.
Aber das ist ein Modell mit 4200, sind durch echt Wahnsinn. Ja, und ihr seht hier unten, mein Fahrzeug ist an 10. Stelle, Model 3. Ja, hatte ich schon was dazu gesagt, warum das so ist. Aber in der Summe, wenn man da mal guckt, ja, unter den Top 10, was auch interessant ist, ja, aus den Top 10 rausgerutscht ist der Opel Corsa, den ich eigentlich nicht schlecht finde, elektrisch, Skoda Enyaq, der mir gar nicht gefällt, oder Renault Zoe, den ich auch sehr gut finde, aber der hat ja diesen schlechten Crashtest hingelegt und das ist natürlich echt sehr traurig. Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich mir das Fahrzeug nicht gekauft habe, denn das ist ja wirklich dann ein Ausschlusskriterium, wenn man da bei einem schweren Unfall mit rechnen muss, auch schwer verletzt zu sein. Ja, das ist natürlich, geht natürlich gar nicht. Das ist schade. Es war eigentlich oder ist immer noch eigentlich ein schönes Auto. Ja, wenn man dann guckt, in die Summe im gesamten Jahr 2022 immer noch Fiat vorne mit 14.000, also 15.000, fast 15.000 Neuzugang, das ist echt gigantisch, ja. Dann kommt Model Y mit 12.000 und Tesla auch mit 12.000, dann liegen sie wieder so gleich auf. Ja, und da seht ihr natürlich, wie dann Tesla echt wahnsinnig aufgeholt hat, ja, also eine Konkurrenz aus dem Nichts zu den anderen Autos hier in Europa, das ist echt Wahnsinn, ja. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja. Und dann schreiben sie noch übrigens bei den 32.000 E-Auto-Neuzulassungen, das entspricht 16,1% aller im August neu zugelassenen PKWs in Deutschland. Und zum Vergleich, ganz interessant, Plug-in-Hybride kamen auf gerade mal einen Anteil von 12,4%. Benzin auf 34, Diesel auf 18,2, dann noch Flüssiggas und Erdgas, was fast keine Rolle spielt. Ich hätte mir fast Erdgas gekauft vor 3 Jahren, wenn das mit dem Tesla nicht geklappt hätte. Oder mit der Ladesäule bei mir in der Tiefgarage. Ja, fand ich ganz, ganz interessant, die Meldung. Mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. So, damit kommen wir zum 10. Punkt. Mir tut schon ein bisschen der Hals weh. Ja? Neue Autopilot-Hardware. Und das finde ich echt so eine geile Meldung, ja, und so eine geile Geschichte. Und ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Übrigens eine Meldung von Tesla, Mac. Wie ich dazu stehe zum autonomen Fahren. Ich meine, wir haben schon lange in den USA die Beta-Variante, wo die Autos schon rumfahren können. Ich sag mal teilautonom. Ja, strikte Kontrolle des Fahrers. Aber wenn man sieht, dass jetzt Tesla feststellt, Moment mal, wir müssten jetzt noch Kameras ändern, wir müssten andere Kamerawinkel einbauen, was ich nachvollziehen kann, ja. Wir brauchen Hardware 4.0, ja. Und ich daran denke, dass Tesla damals sagte, bei Hardware 1.0, wer heute einen Tesla kauft, ja, der wird mit diesem Fahrzeug später autonom fahren können. Und jetzt sind wir schon, jetzt gehen wir schon zügig auf die 4. Hardware zu. Es ist echt Wahnsinn. Und da bin ich echt enttäuscht von Tesla, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich enttäuscht. Also nicht, dass ich das vermisse, das autonome Fahren, um Gottes Willen. Ich fahre ja wirklich mega gerne Auto, ja, ich nutze auch den Autopilot auf der Autobahn sehr gerne. Und übrigens auch nochmal eine kurze Erwähnung, haben auch schon einige geschrieben, mit dieser neuesten Software, die hier drin steht, wo dann auch wo das Radar abgeschaltet wird für den Autopilot, ja. Auch die Software steht schon bei mir im Display, schon seit Frankreich, ja. Ich habe die aber nicht runtergeladen. Und es haben einige geschrieben, dass das zwangsweise Tesla runterlädt. Könnt ihr ja machen über Mobilfunk, über LTE, ja. Ich habe angefangen, das zu laden über das Handy, Hotspot-Funktion. Dann habe ich jemand geschrieben, hey Christian, mach das nicht. Dann, wenn du das hast, dann wird der Radar ausgeschaltet, dein Radar von ausgeschaltet, kannst du noch 140 fahren im Autopilot und du hast große Probleme mit Scheibenwischer, mit Ablendautomatik und so weiter. Ich gehe dann mal später näher drauf ein, wenn ich das dann bei mir installiert habe. Und ich hoffe, es lange möglich rausschieben zu können. Wie ich das gehört habe, habe ich sofort das abgebrochen, Installation. Da hatte ich mich gewundert, dass dann trotzdem ganz lange der grüne Pfeil im Display, der eigentlich zeigt, es wird gerade runtergeladen, die Software, sei immer noch grün blieb, obwohl ich ja ganz normal rumgefahren bin und war im LTE-Netz, ja, mit dem Tesla. Ich habe gedacht, siehst du, die Verbrecher, ja, Anführungszeichen natürlich, die laden das wirklich übers LTE-Netz runter, ich kann das nicht verhindern. Nein, es blieb bei 20% stehen, also 20% sind runtergeladen, seit heute ist der Pfeil wieder gelb, ja, und ich werde einen Teufel tun, ja, mein Handy mit dem Hotspot zu, also das Auto mit dem Hotspot als Handy zu verbinden, zumal meine Daten ja fast weg sind, ich habe einen guten Vertrag, aber Frankreich hat viel Daten gekostet. Ja, und deswegen war das vor nächsten Monat sowieso nichts, ja, und hier kann ich nicht ans WLAN anschließen, weil ich zu weit von der Straße weit weg wohne, deswegen warte ich mal. Sollte das natürlich kommen, ich werde sofort berichten, wenn dann Tesla das doch über LTE runterlädt, aber bis jetzt nicht, ich habe Glück.
Toi, toi, toi. Ja, wir kommen jetzt zurück zu dieser Meldung. Also wie gesagt, man hat gesehen, ja, die Kameras, die müssen anders positioniert werden, weil gerade bei dem Abbiegen über mehrspurige Straßen, ihr kennt vielleicht die Videos, sehen die Kameras nicht alles. Ich gehe da nicht so sehr ins Detail. Man sieht ja in diesem Bild, dass quasi die Kameras, wie sie jetzt sind, ja, die Kameras rechts und links am Kotflügel, ja, die gucken nach hinten. Ja, der Teil da hinten ja ausgespart ist, man nimmt die Heckkamera, aber hier direkt seitlich guckt keine Kamera. Und ich habe mich auch ein bisschen, naja, geärgert, die Geschichte mit meinen Türen, ja. Es wäre echt schön gewesen, wenn da irgendwie ein Sensor, eine Kamera gewarnt hätte davor, Achtung, wenn du jetzt weiterfährst, du stößt mit deiner Karosse an diesen Baumstumpf an, da hat gar nichts reagiert, es hat einfach geknackst und dann war ich davor gefahren. Ob ich natürlich noch rechtzeitig hätte bremsen können, weiß ich auch nicht. Ja, aber da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da wirklich schon so eine Art Rundumschutz erwünscht. Und da ist wahrscheinlich auch diese 360-Grad nicht vorhanden. 360-Grad-Funktion hätte man es vielleicht gesehen, wenn man reingeschaut hätte. Ja. Na gut. Ja, und hier steht, statt nach schräg hinten scheinen die Kurzflügelkameras in dem Vortrag leicht nach vorn sowie auch weiter nach hinten zu blicken. Ja. Also deshalb überzeugt, dass ein Austausch dieser beiden Kameras ansteht. Anders als zusätzliche Sensoren oder eine Verlegung sei das mit minimalem Aufwand zu erledigen. Das stimmt natürlich, ja, da könnte durch jeder Ranger kommen, die Kameras austauschen. Das ist ein Angriff von 10 Minuten, denke ich mir mal. Das stimmt natürlich, ja, das ist eigentlich wirklich ein ganz leichter Aufwand. Allerdings nicht, was die Hardware betrifft. Ja. Vierte Generation Autopilot-Hardware kommt. Und dann steht hier, und Tesla-Chef Musk hat im vergangenen August bestätigt, dass sowohl ein weiterentwickelter FSD-Computer als auch bessere Kameras kommen werden. Ja, ist mir das auch klar, ja, wer jetzt hier dieses volle Paket gekauft hat, ja, da wird bestimmt kostenlos auch diese neue Hardware bekommen, also FSD 4.0. Da wird auch die Kameras automatisch bekommen, vielleicht bekommen die sowieso alle Autos, die Kameras sind kein großer Aufwand, werden nicht allzu teuer sein, ja. Aber natürlich, ja, ich finde es enttäuschend, ja, dass wir haben schon eine vierte Generation kommt jetzt und immer noch funktioniert das nicht, wenn ich dann an die Versprechung denke, ja. Das ist natürlich traurig. Ja, also so viel zu dem Thema. Also das endet auch nicht in ein bisschen. Natürlich kann es auch Marketingmaßnahme sein, dass man sagt, okay, man verbessert wieder was und jetzt habe ich wieder eine neue Hardware Punkt 3.0, jetzt habe ich Hardware Punkt 4.0. Naja, aber wo soll das enden? Wann endet das, weiß kein Mensch. Ja, ja, das war Nummer 10. Ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Ich glaube, es sind über eine Stunde. Ja, alle, die durchgehalten haben, da bedanke ich mich, dass ihr das Gelaber von mir, das Erzähler, das Geschnattere ja ausgehalten habt. Ich hoffe, es war für euch doch ganz interessant. Schreibt mal eure Kommentare rein, was euch so interessiert, was ihr gut oder schlecht fandet. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam für euch, es war interessant für euch. Wenn ja, denkt dann einmal Daumen nach oben zu klicken. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, ihr wisst, davon lebt dieser Kanal. Ja, mehr kostet das nicht hier. Ja, ist wirklich kostenfrei, die ganze Geschichte. Ich mache das ja auch sehr gerne, mir macht es auch Spaß. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.